Unserem nächsten Beitrag geht es um einen Fall, der eigentlich ganz einfach ist. Wer bei seiner Doktorarbeit schummelt, hat den Doktortitel nicht verdient und muss ihn abgeben. Wenn es sich bei dem Verurteilten jedoch um eine ehemalige Bundesforschungsministerin handelt, wird die Sache kompliziert. Denn Annette Schavan hat seit Freitag wieder einen Doktortitel, und zwar die Ehrendoktorwürde der Uni Lübeck. Dass sie eben diese Uni vor 4 Jahren mit einer Finanzspritze vor dem Aus gerettet hat, ist natürlich nur ein Zufall. Unser Reporter Roman Leberger hat nachgefragt. Ortstermin. Heute in Lübeck. Zum 50. Jubiläum der örtlichen Universität vor 2 Tagen soll eine ganz besondere Unterstützerin ausgezeichnet werden. Von Mai bis Juli 2010 kämpfte die Hochschule finanziell um ihr Überleben. Es drohte die Schließung. Bis die damalige Forschungsministerin Annette Schavan der Uni über Umwege mit 25 Millionen Euro Fördergeldern zur Seite sprang. Für ihren Einsatz will man sich heute mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde bedanken. Ehre gegen Geld sozusagen? Nein, es hat nichts mit Ehre gegen Geld zu tun. Erstens mal kommt uns das Geld ja nicht direkt zugute, sondern das ist ja eine Umwegfinanzierung für das Land gewesen. Und wir sind auch nicht käufig, um das klar zu sagen, denn es ist in der letzten Zeit ja häufig darüber gesprochen worden, dass wir käufig sind. Wir haben ja das Geld überhaupt nicht direkt überwiesen bekommen. Das war Sache des Landes nachher. Das Problem, ihr eigentlicher Doktortitel wurde Annette Schavan vor einem Jahr von der Uni Düsseldorf entzogen, wegen vorsätzlicher Täuschung. Laut Fakultätsrat hatte Schavan 1980 ein Plagiat begangen und weite Teile ihrer Doktorarbeit abgeschrieben. Auch der Berliner Juraprofessor Gerhard Dannemann kritisiert Schavans Arbeitsstil. Es gebe ein gravierendes wissenschaftliches Fehlverhalten. Also hier sehen Sie beispielsweise eine Passage aus der Arbeit von Frau Schavan, Seite 113, hier links, die sie übernommen hat aus einer Arbeit von Novak von 1978 rechts. Und Sie sehen die farblichen Übereinstimmungen, das sind identische Textpassagen in genau derselben Reihenfolge mit genau denselben Fußnoten. Und wir wissen, dass viele dieser Fußnoten nicht überprüft wurden, weil sie nämlich oft Fehler in den Fußnoten auch mit übernommen hat. Zurück zur Uni Lübeck und dem Auftritt des Ehrengastes Schavan. Vor 3 Wochen erst wies ein Gericht ihre Klage gegen den verlorenen Doktortitel ab. Da kommt ein Titel ehrenhalber gerade recht. Wir sind von Spiegel TV. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie als überführte Plagiatorin sich wieder Doktor nennen dürfen? Für mich hat der Titel als Titel früher keine Bedeutung gehabt und jetzt auch nicht. Aber Sie haben ja lange dafür gekämpft. Im Übrigen wissen Sie, dass es über die Doktorarbeit verschiedene Meinungen gibt und deshalb Ihre Formulierung unangebracht ist. Einen schönen Tag. Es wurde ja gerichtlich festgestellt, dass Sie ein Plagiat begangen haben. Gehen wir hier? Ja. Beim Lübecker Bildungsbürgertum bleiben die Reihen fest geschlossen. Von einem Plagiat der Geldgeberin will man hier nichts wissen. Sie halten weiter zu, Frau Schavan. Selbstverständlich. Auch wenn sie getäuscht hat und abgeschrieben hat. Waren Sie dabei? Ich auch nicht. Wurde ja gerichtlich festgestellt. Wurde gerichtlich festgestellt, aber sie sagt, das hat sie nicht. Das sind 2 Aussagen, die gegeneinander stehen. Und auf der anderen Seite, warum wird denn der Doktorvater nicht zur Verantwortung gezogen? Ehre gegen Geld, aber Frau Schavan hat natürlich als Bildungsministerin sehr viel für die Bildung und für die Forschung getan. Mit akademisch-musikalischen Ehren folgt schließlich der Höhepunkt im Programm. Die gesellschaftliche Rehabilitierung einer Schummlerin. Ich beglückwünsche Sie ganz herzlich. Der offizielle Titel Dr. H.C. Annette Schavan. H.C. ist eine lateinische Abkürzung und bedeutet der Ehre wegen. Wenn Sie mich anregen dürfen, Frau Schavan, so wie Sie das immer vielleicht getan haben. Also ohne Doktor. Ja, das war, hat mich auch vorher, haben mich viele Leute nicht mit Doktor gesprochen. Vor wenigen Tagen akzeptierte Dr. H.C. Schavan das Gerichtsurteil zur Aberkennung ihrer Promotion. Den Ehrentitel dagegen nimmt ihr keiner mehr. Beim Aufklären von